So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben ein Set Booster Strixhaven. Wo wurden die eigentlich hergestellt? Hergestellt in Belgien. Weil die Set Booster für Kaltheim, die englischen. Ah, das sind ja die Deutschen. Die deutschen Set Booster von Kaltheim wurden in den USA hergestellt. Und die hatten eine richtig miese Qualität. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir hier jetzt wieder Belgien haben. Kater Mundi, beste Mundi. Und wir gucken uns dieses Set Booster hier mal an. Set Booster sind ja ein bisschen anders aufgebaut, habe ich ja schon öfter erwähnt. Mittlerweile sind die auch keine Neuheit mehr. Aber ja, wir haben eine Art Karte, wir haben einen wunderschönen Sumpf. Schädlingsbeschwörung ist eine Lektion, das heißt, wir können die aus dem Sideboard suchen oder halt outside the game. Drei Mana Hexerei, wir erzeugen ein zwei sogar schwarz-grüne Schädlingskreaturenspielsteine mit. Wenn die stirbt, erhalten wir Lebenspunkt. Die sind so süß, die sind so süß. Kuratieren, okay. Zwei Mana Spontanzauber, wir schauen uns die obersten zwei Karten unserer Bibliothek an, legen eine beliebige auf den Friedhof und eine beliebige Anzahl davon auf dem Friedhof und den Rest im Liebe-Reihenfolge auf dein Deck. Und danach ziehen wir eine Karte. Für zwei Mana nicht schlecht. Biblioplex-Assistent. 4 Mana, 2-1 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, legen wir eine Spontanzauberhexerei-Karte von unserem Friedhof oben auf unser Deck. Okay, es geht anscheinend viel um Spontanzauberhexerei hier drin. Und natürlich muss dann das Theme sich brechen und es kommt ein 2 Mana, 1-1 Flying Death Touch. Wahrscheinlich, weil beide Fliegen haben. Und die sind beide grün, oder was? 200, 2-2, 5 Mana verdoppeln bis zum Ende des Zuges. Stärke und Widerstandskraft des verwegenen Verstärkungszauberer, weil das ist der verwegene Verstärkungszauberer. Okay. Burgok Verwirrer. 2 Mana, 2-1 mit Flash. Okay. Wenn er ins Spielfeld kommt, erhalten Kreaturen, die jeden Tag kontrolliert, minus 1, minus 0 bis zum Ende des Zuges. Frog Wizard. Das ist ein Frog Wizard. Dann haben wir Donnernder Redner. Silver Quill Incoming. 2 Mana 2-2 mit Wachsamkeit. Wenn er angreift, erhält er Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges, falls du eine fliegende Kreatur kontrollierst. Das gleiche gilt für bedrohlich, Erstschlag, Doppelschlag, Lifelink, Todesberührung, Unzerstörbarkeit, sowie das Verursachen von Trampelschaden. Das gibt's einen Command dazu. Odrik hat das, glaube ich. Das ist ganz cool, dass wir Odrik jetzt ein bisschen Support bekommen hat. Dann haben wir einen Kilian der Tintenduland. 202-2 Lifelink mit Bedrohung und Zaubersprüche, die wir wirken, die eine Kreatur als Ziel haben, kosten 2 Mana weniger. Auch nicht schlecht. Und unsere Rare ist Auric Sagenmagier. 4 Mana 3-3 tappen. Wir suchen unsere Bibliothek nach einer Karte, legen sie auf den Friedhof und mischen danach. Falls wir eine spontane Zauberhexerei-Karte in den Friedhof gelegt haben, kriegen wir da eine plus 1 Mal drauf. Mensch-Hexenmeister. Das Hexenmeister. Und wir haben. Oh mein Gott, Ranken der Pein in. Wow! 4 Mana Hexerei, ein Spieler unserer Wahl verliert zwei Leben, wir halten zwei Leben mit Sturm. Oh mein Gott! Ob ich die wohl im Storm spielen werde? Ich weiß es noch nicht. Und wir haben. Oh mein Gott! Schwarzer Ritus in Foil! Archive! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein schwarzes Mana, wir kriegen drei schwarze Mana. Spontanzauber. Oh mein Gott, der ist wunderhübsch. Oh mein Gott. Und wir haben noch eine Karte von der Liste. What the fuck is going on? Wir haben hier jetzt also drei Rares und eine Karte von der Liste. Wow. 3 Mana 2-3. Immer wenn Subrulin, die wir kontrolliert, sterben, fügt der einen Schaden an jedem Gegner zu und wir für 4 Mana kreieren wir einen Subrulin. Der ist Slimefoot. Hammer. Hammer. Mich flashen diese Karten in Foil. Ich finde die in Foil richtig hübsch. Ich mag nur die Qualität leider nicht. Die Qualität der Karten ist. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Nicht so geil. Egal, ich freue mich trotzdem. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackset. Ciao, ciao.